So, hallo Freunde der leichten Unterhaltung und des schlechten Humors. Hier ist wieder euer Nemex. Ich werde heute da weitermachen, wo ich mich aufgehört habe. Nach dem Getreidemassaker. Wartet, ich bin noch nicht so weit. Ich mache gleich weiter mit euch. Was spielen wir überhaupt? Genau, Transport Fever. Wow. Super. So. Ich würde sagen, wir sind stehen geblieben. Wo? Genau, wir sind stehen geblieben nach dem Getreidemassaker. Und darf ich behaupten, wo machen wir weiter? Ich hatte mir so im Kopf mal überlegt, tatsächlich. Lass uns doch mal gucken, so viel wie möglich anzubinden. Ich weiß bloß noch nicht genau, wohin ich mich, wo ich hin anbinden möchte oder was ich anbinden möchte. Kapazitäten erhöhen war ja immer schon das Problem. Ich lasse mal so laufen. 9 Millionen haben wir. Ich habe es ein bisschen laufen lassen. Zu Schande meiner. Die Breaks sind ein bisschen kacke. Aber ja, ist ja nicht so wild. Wir wollten alle Städte anbinden und so viel wie möglich versuchen, Ressourcen zu produzieren. Natürlich, das ist ja auch der Sinn und Zweck dieses Spieles. Gut, Waren können wir nach New Orleans. Ja? Das sind 234 Leute. Die Bevölkerung ist gar nicht so klein, aber wie fahren wir? Ach nee, oder? Oh, gleich schon cool, nicht ein neues Fahrzeug, der PRR-Klasse GG1. Ja, 160 km/h schon. Aber ich glaube, ich werde hier so rüber, ne? So zack hier. Und ich glaube, der Bahnhof sollte ja möglichst immer, und ich baue ihn immer möglichst ans Wohngebiet ran. Wobei, das ist. Ja, genau, da sind Geschäftsgebäude, hier sind Wohngebäude. Dann könnte man hier theoretisch den Zug so rein als Kopfbahnhof hier reinfahren lassen und dann kann man hier wieder raus. Ja, guck, wir haben genug Knete, wir können das ja gleich ansetzen. Ich weiß gar nicht, ob die Musik zu laut ist, aber ich glaube, das müsste passen. So. Glauben ist nicht wissen, ne? Nix. Okay, schön wäre es, wenn ich da abgehen könnte. Ach komm, das machen wir auch. Jetzt helfen wir Ihnen ein bisschen auf die Sprünge, dass wir das gerne so haben möchten. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sollten doch darauf hinaus arbeiten, die Strecke so zu bauen, dass wir gleich dieses neue Gleis nehmen. So. Ja, machen wir das da ran? Ne, ich glaube, ich mache das ein bisschen ab. So. Ja. Okay. Dann machen wir hier das Straßendepot, also die Haltestelle hin. So. Musste gerade überlegen, ob er. Wie wir die Straße jetzt dazu bringen, den Zubringer jetzt machen, damit das auch alles schön verbunden ist, aber das passt wohl. Hier könnte jetzt, muss so eine Straße reinbauen. Dann nehmen wir wieder so kleine. Und möglichst jetzt beides zu verbinden, ist die Kunst. Genau. So. Da habe ich genug Möglichkeiten und nachher genug Spielraum, das so ein bisschen zu erweitern. Wir können nachher auch die Bahnhöfe noch ein bisschen optimieren oder anders gestalten, aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Dann lassen wir schon gleich mal, oder nehmen wir gleich mal die Gebäude, um die Leute hier, ne? Ihr wisst, was meint. Bushaltestellen. Reicht, ne? Oh, es wird reichen, ja klar. Und zack, ist die Route auch schon fertig. Ach ja, ich weiß, dass wir viele noch nicht benannt haben. So. Passt. Okay, dann lassen wir da gleich zwei Busse drauf fahren. Auf der neuen Linie. So. Dann wird das schon mal ein bisschen vorgeneriert. Also. Zwar ist der Bedarf noch nicht danach, Waren zu fahren von New Orleans, aber
das wäre jetzt der nächste Part, den wir machen. Und wir nehmen hier, wie gesagt, schon mal die Hochgeschwindigkeitsgleise. Ich glaube, die kosten mehr, aber wir sind jetzt in der günstigen Lage. Nämlich mit 9 Millionen, 10 Millionen. Brauchen wir jetzt keine Angst mehr haben, dass wir pleite gehen. So. Na, kriegen wir schöne Brücke hin, ja. Gut. Ah, dabei muss ich nur mal überlegen, wo wir nachher später auch ein bisschen Schiffverkehr mit einbringen. Oh, da muss ich ein ganzes Haus abreißen. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ja, das muss wohl sein. Schade eigentlich. Hätte man nicht so nah bauen sollen. 170 runter. Hey, das ist doof. Da habe ich jetzt einen Knick drin mit 150. Rückerstattung. Ja, komm, das ist dann so. Okay, die Strecke haben wir auch. Ein Fahrzeug. Wir sind jetzt momentan noch auf der Ten-Wheeler. Schönen guten Tag, Jesse. Freut mich, dass du zuguckst. Die Ten-Wheeler, momentan nutzen wir die noch. Aber was anderes. Ja gut, ich könnte jetzt auch die großen Loks nehmen, aber das kostet viel zu viel. Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Immer die schönen, netten Fragen, das freut mich. Und dann nehmen wir Passagier. Guck an, was haben wir denn hier? 18 passen da rein, weniger, aber 150. Ja, das ist noch nicht relevant. So. Neue Linie. Das ist sehr nett, dass du kleinen Streamern zuguckst. Oh, ich sehe gerade mein Fauxpas. Ja, finde ich auch gut, weil kleine Streamer heißt ja nicht automatisch, dass die schlecht sind. Und da kann man sich bestimmt noch einiges. So, wartet. Das passt. Okay, jetzt funktioniert auch das mit dem Zug. Der hatte bloß hier keine Anbindung. Das war ein bisschen sehr leichtsinnig gerade. So. Geht weiter. Fährt er? Nee, fährt immer noch nicht. Hat er jetzt. Der darf, glaube ich, nicht raus, weil ich die Signale nicht gesetzt habe. Wartet mal. Die setze ich noch. Ich habe gerade erst angefangen zu streamen. Ja, ich streame wohl noch einen Augenblick, weil meine Kundschaft von YouTube möchte auch ein paar Impressionen mitbekommen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich so eine Kombo-Sache heute draus. Aus YouTube und... Bis wann? Ja, das ist eine gute Frage, wie lange ich streame. Heute, denke ich, gehe ich davon aus, dass ich erstmal 2 Stunden Train Fever spiele, nachher vielleicht SnowRunner und vielleicht... werde ich heute Abend noch mal eine Runde reinlegen. Das ist ein bisschen so, wie ich Lust habe. Ich mache hier das auf YouTube und Twitch, so wie ich das möchte und wie ich Bock habe. Da habe ich keinen vorgefertigten Plan. Ich habe hier echt dieses, das sollte ich verändern hier. Ich heiße auf, ja, da heiße ich gleich. Auf YouTube heiße ich auch Nimex. Und momentan findet man da nur neue Videos von Trainfever. Und eine ganze Menge Grütz vorher. Ich, wie gesagt, ich nutze das, wenn ich Bock habe. Und ich mache das so, wie ich das habe oder kann. Bei mir findet man am meisten, genau, Wirtschaftssimulationsspiele oder Simulationsspiele in jeglicher Form. Mitunter aber auch mal ein bisschen andere Sachen, aber eigentlich eher so
gemütliche Rechenspiele. Vielen Dank dir, Jesse. Das ist sehr nett von dir. Und viel Spaß bei der Schule. Gut, also ich habe hier so schon eine Stromtrasse raufgebaut. Naja, ist jetzt wie gesagt schon von vornherein gut investiert, weil irgendwann komme ich da sowieso. Oder muss es sowieso modernisieren. Und dann habe ich mir diese Trasse schon gespart. So, okay. Ciao. So. Ein unserer Gäste hat den Channel verlassen. Super. Das hat schon gepasst. Also ich glaube, ich mache das jetzt immer so, dass ich vorher den Busverkehr einplane und dann auf die Schiene gehe. Jetzt habe ich hier... Ja. Rochester. Den müsste ich jetzt auch noch irgendwie anbinden. Mache ich aber aus Stockton, habe ich mir gedacht. Und in Stockton habe ich noch gar keinen Zug. Doch, da. Okay, ja, sie bauen hier schon kräftig zu. Das war mir so klar, ich bin zu langsam. Aber Configuration, wir werden hier tatsächlich... die Gebäude nicht. Plattformen wollen wir nochmal haben. Und dann machen wir hier nochmal einen Bahnsteig dazu. Und machen gleich die richtigen Gleise. Und das gleich zweimal. Weil ich da gleich nochmal... Weil hier werden da doch einige Züge einlaufen. Okay. Und eine kleine Bimmelbahn. Ich werde jetzt das tatsächlich mit dem einen Zug mal ausprobieren, den wir letztens erst neu gekriegt haben. Zeige ich euch gleich genau, welchen ich meine. Okay, hier werde ich die... Aber dafür mache ich mal Pause. Das hier anbinden und den werde ich nach außen führen. Damit ich hier zwei Möglichkeiten... Achso, wo wollte ich denn überhaupt hin? Das muss ich jetzt mal gucken. Ich will einmal nach... Avada habe ich schon. Rochester. Ja, guck hier. Da kann ich jetzt nochmal so anbinden, dass er auch ein einzelnes Gleis kriegt. Wobei... Nö, würde ich gar nicht machen. Passt auf. Ich nehme diese Strecke und gehe die nach außen ab. Also ich mach sie dorthin. Und die anderen beiden lasse ich doppelt... Nee, ach komm. Doppelt da einlaufen. Das sieht schöner aus. Dann lasse ich die von der Seite doppelt da einlaufen. Und hier gehe ich einfach nochmal auf Rochester. Rochester. Hört sich an wie Roche. Den werde ich hier einfach mit reinführen. Und dann ist das auf dem Einzelgleis. Okay, klasse. Gut gedacht. Halb gemacht. So soll es sein. Warum? Warum snappt er da nicht dran? Habt ihr da irgendwie Probleme? Seid ihr da ein bisschen... Nee, mit dem möchte ich nicht zusammenliegen. Das ist ja ein Hochgeschwindigkeitsgleis. So. Okay. Ich lass den da aber mal... dran? Macht das Sinn? Macht Sinn. Nicht. Ich nehme das jetzt als Blockade. Okay, jetzt ist es, naja, halb so, ist jetzt erstmal egal. Wir wollten ja schauen, dass wir das alles anbinden und hier brauchen wir Platz und jede Blockade, die es verhindert, dass hier große Häuser gebaut werden, nehme ich gerne in Kauf. So, warte mal, hier ist jetzt ja ein Problem mit der Linie, richtig? Zeig mir doch mal die Linien an. So, ich kann da aber nicht hin, weil in Stockton das Problem da ist, dass wir nicht einlaufen können. So, aber... Okay, und dann haben wir hier noch ein Problem, nämlich das ist die... Genau. Und du möchtest gerne auch in Stockton einlaufen und darfst du nicht. Das haben sie, glaube ich, neu gemacht, dass man... Das habe ich früher noch nicht gesehen. Problem. Da kann er aber. Okay, cool.
Na dann, nehmen wir das mal hier so rein. Ja, führe ich dann hinter dieser Straße die Trasse ab. So, und ich glaube, ich mache hier mal, wo ist der Schwingestab? Hex, Hex? Ach nee. So. Ist das hier schon mal komplett modernisiert? Nach da will ich. Okay, was habe ich gesagt? Wir machen erst wieder die Busangelegenheiten hier. Nee, erstmal Bahnhof, damit ich überhaupt weiß, wohin ich will. Wieder Kopfbahnhof, weil dort ist ja Ende. Und wir wollen Nähe Häuser. Ja, okay. Aber da werden wir nicht ganz hinkommen. Wir werden das hier herstellen. Ah, noch ein bisschen feinjustieren. Oh. Das gefällt mir schon. Nehmen wir mal ein bisschen Straße in die Hand. Grad, ne? Ne, so wichtig ist das, glaube ich, nicht, aber so, jetzt sieht das noch an. Das sieht ähnlich aus wie die Straßenführung gerade eben, so mal. Dass ich hier einfach nochmal so einen kleinen Weg reinbaue. Aber beides anschließen bitte, so. Alles Luft zur Blockade. Wenn wir nachher ein größeres Gebäude reinbauen, müssen wir den auf alle Fälle wieder abreißen. Und dann haben wir, wenn wir Glück haben, gleich die Möglichkeit. Ich könnte hier auch so ein... Ja, ich könnte nochmal gucken. Es geht bestimmt schöner zu kreieren, aber erstmal ist das zweckmäßig, damit hier was generiert wird. Okay. Sehr, sehr coole Musik, muss ich zugeben. So. Ein bisschen funky. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber müsste gehen. Ja, es ist nicht so die grandioseste Lösung, ist es hier gerade nicht, aber... Ja, auch wenn er da hinten noch unnütz ist, ups, der wird nachher ja eh noch... Da werden ja noch einige Gebäude kommen. Der wird nachher auch benutzt. So, 2-2 würde ich sagen. Und wir machen eine neue Linie. So rum. Zack, zack und zack. Und fertig ist die Laube. Ein Stückchen. Und weiter geht's. Passt. David ist gleich auch schon... Und dann werden wir mal gucken. Werden wir hier ein bisschen am Wasserlängs führen? Nicht zu viel Geschwindigkeitsverlust, also nicht zu viel Kurven. So. Noch können die nicht so schnell fahren, aber ich finde es immer lästig, nachher die ganze Trasse nochmal zu überarbeiten. Erst recht, wenn man nachher so viel hat, dass man nicht mehr weiß. Welche man schon jetzt optimiert hat. Es geht ja um Geschwindigkeit nachher, wenn man das alles auf Perfektionismus, auf perfekte Streckenführung nimmt, zählt. Aber pass auf. Da kommen wir durch. Doppelt. Ah, das sieht auch bestimmt cool aus so. Der Übergang ist ein bisschen hart. Naja, gut. Okay, ja, da sind wir schon fast zusammen. Ja, und schwupps sind fast wieder 5 Millionen weg. Das ist schon nicht ohne. Den nächsten Zug haben wir dann auch jetzt schon. Aber wo habe ich denn überhaupt die... Wo habe ich die Züge denn hergekauft? Stocken ist schon recht gut angebunden, muss man ganz klar sagen. Hier so die Trassen, also das ist schon echt nicht schlecht. Ich glaube, ich habe die alle hier rausfahren lassen. Aber Stockton ist, glaube ich, so groß, dass wir sagen können, wir machen jetzt erstmal hier. Später brauchen wir sie vielleicht doch nochmal. Ein Fahrzeugdepot.
Ja, dann nehme ich doch die übrig gebliebene Straße hier, Strecke, und mach das erstmal, dass wir den hier hinten anschließen. Und ein Fahrzeug. Wir nehmen wieder Dampf, unseren Ten-Wheeler, der ist ja auch nicht mehr lange da, ne? Muss man ganz kurz hier ein bisschen beiseite schieben. 36 und bis 46 ist er da. Ah doch, ist noch ein bisschen. Können wir uns nicht leisten. Yay. Ach nee, hier wollte ich ja auch ein anderes Fahrzeug hinbringen. Ah, nicht vergessen. So, den wollte ich mich nehmen hier. 321.000, fährt 100 km/h. Ist eine Diesellok. Kann 20 Leute mitnehmen. Zugkraft ist gering. Aber ist egal, er hat ja gar keine Anhänger. Also das ist ja überhaupt nicht... Ja, ich nehme aber den. Ich bin mal gespannt. Also meine Erfahrung ist bis jetzt tatsächlich, dass er eigentlich wenig Gewinn abwirft. Dann kann das hier wieder raus. Das sind 600.000 jetzt und er kann 40 Leute mitnehmen. Müsste reichen. 3, sowieso. Und wir schicken dich bitte von... Neue Linie. Und dann beschriften wir den Mist gleich mal. Nach da. Okay, haben wir alles. Jetzt müsste alles wieder funktionieren. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich tatsächlich auch keinen... Nee, eigentlich müsste das passen. Die habe ich ja umgeschrieben. Gut, okay. Also, Zug 7. Du mit der Linie 5... kriegst einen neuen Namen. Warum mache ich das? Nee, so. Oh, so. Wie haben wir das jetzt immer genannt? Genau, Zug, ÖVP und dann ist das Stockton nach. Ach, Rochester. War das richtig? Ja, da hat man es kurz gesehen. Ja, da habe ich eher zu viel. Wieso eher zu viel? Gut. Haben wir. Dann den Zug hier, Zug 2. Achso, da habe ich schon beschrieben. Ach, Quack, da habe ich ja schon beschrieben. Das war ja einer der früheren. Aber hier noch nicht. Das ist die Linie 3. Und dann kommt das, ist das wieder Zug, ÖVP. Und dann ist das Waren nach... Ach ja, genau, New Orleans. Okay. Also, gucken wir nochmal. Haben wir angebunden jetzt? Haben wir angebunden? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nepperwill habe ich doch auch schon verbunden, oder? Ja, genau. Ach, das war die schöne Brücke hier bei Nepperwill. Daily City. Sollte dann nach... Naja, ich kann es nach Carrollton bringen. Hier unten ist noch Chicago. Aber das ist wirklich abgelegen hier. What the hell? Na gut, dann nehme ich das auch best nach. Topeka ist kacke. Kukaf. Ja, aber bleibt nichts anderes übrig. Also ich will versuchen, jetzt erstmal alle anzubinden. Und dann müssen wir sie alle beliefern, damit wir die Städte groß bekommen. Das ist auch noch Rancho Cucamonga. Torrance, Birmingham. Okay, das habe ich auch noch nicht angebunden. Könnte aber nach Waren gehen. Ja, das. Ach, noch eine nach Waren. Ja, Waren wird krass. Also da kommen viele, viele, viele an. Schick. Na, so schlecht ist es gar nicht. Jetzt warten wir ein bisschen auf Knete. Wir haben, ich glaube,
Wir haben jetzt ungefähr 5 Millionen, sollten wir für eine einrechnen. Was ist denn? Irgendwas ein Fehler? Wartet, Leute. Oh nein, Fehler. Hier ist ein Zugproblem. Darfst du nicht einfahren, oder? Ah, what the fuck? Ich habe einen Fehler gemacht. Jo, dreh mal um. Das wird so nix. Das Signal muss ich da auch mal wegnehmen. Das muss mir nicht da oben hin. So. Und dann können wir dich wieder zurückschicken. Das war ja nicht so geschickt. So, jetzt passt das aber. Na, das finde ich besser mit dieser Warnmeldung. Bei in anderen Spielen beispielsweise. Ne, wobei, da ist es auch. Aber ein bisschen umständlicher. Da kann man das nicht so schnell beheben. Soviet and Republic, meine ich damit. So, es geht aber echt vonstatten hier. Ja, hier bricht es einmal kurz ein. Ich glaube, da habe ich auch jetzt. Ja, es liegt daran, dass ich schon mal vor Zeiten angefangen habe zu streamen und dann eine Pause gemacht habe und jetzt wieder weiter streame. Und ich spiele, glaube ich, auch nicht so klassische Ich muss dazugucken Spiele. Manchmal wirkt das dann langsam. Ich versuche aber euch immer zu unterhalten und zu erzählen. Aber 10 Zuschauer schaffe ich im besten Falle auch mal, ja. Und ich streame eigentlich immer vormittags und nie so in den Primetime-Geschichte, ne? Dadurch habe ich auch ein Problem, dass mir nicht immer alle zugucken wollen. So, was haben wir denn jetzt hier? Der fährt jetzt. Achso, nee, ich war jetzt. Genau, ich wollte nochmal gucken, was wir jetzt so ein bisschen an Knete reinbekommen. 13 Millionen Investitionen. Aber. Okay. Ja, das ist auch die. Ich finde es auch best. Also, ich finde es auch geiler. Die Außenseiter-Spiele, also die. Haben mehr Charme, würde ich behaupten. Aber gut, Train Fever ist jetzt kein Außenseiter-Spiel oder ist kein Indie-Game, sondern eher. Ja, es spricht nur eine spezielle Bandbreite an. Ich glaube, und das ist dann nicht der große Markt mit Handelsspielen. Das geht halt eben dann doch zu langsam. So. 7,9 Millionen. Naja. Aber im Ganzen bekomme ich von der Eisenbahn nicht so viel rein. Da spielt 10 Millionen ein, aber die Unterhaltung der Fahrzeuge 7 Millionen. Da kommt nicht so viel bei rum. Ja, nicht das. Also klar, ich habe ja auch angefangen mit den Straßen, also mit den LKWs. Und ich, wie immer, war auch klar, dass ganz am Anfang das Sinn macht, tatsächlich über die Straßen zu gehen, über die Straße zu gehen. Sonst wäre auf der Schwierigkeit schwer, dass. Nachher nicht rentabel. Ich bin aber trotzdem erstaunt, wie viel die Züge doch einbringen im Personenverkehr. So. Ach, die Tram. 50.000 Minus, naja. Das ist ja auch erstmal nur so. ja, aber hier mit 1,6 Millionen Current Stockton. Hebt schon mal das hier auf, wobei die sind ja auch gerade erst neu reingekommen, waren New Orleans und Rochester. Wieso findest du das krass mit Facecam? Ich finde es, das gehört dazu. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Außerdem sieht man, mit wem man sich unterhält.
Ich finde nur schade, dass nicht alle Streamer das machen. Oder andersrum, man präsentiert ja irgendwas. Oder andersrum ist es auch die Frage, wie sie sich präsentieren. Wobei meine Aufmachung so, das ist noch nicht so optimal oder so top. Aber da arbeite ich immer wieder dran, so wenn ich Bock habe. So ein vorgefertigtes Layout habe ich keinen Bock. Das mache ich lieber alles selber.